Hallo und herzlich willkommen zur vierten Session von dem virtuellen Energiekongress 2021. Und wir sind hier wieder direkt in der Lokremise St. Gallen. Und heute, meine Damen und Herren, da stehen wir unter Strom. Und zwar unter grünem Strom. Und der fährt offenbar besonders sein. Aber schaut selber. Wow, Alter, volle Ladung. Flasht voll rein. Ja, Mann. Ich glaube, ich könnte fliegen. Ja, kannst du ja auch. Ja, genau. Hey, Brudis, alles klar? Was meinten ihr mit mir? Yeah. Ich kann fliegen! Shit, wie heißt denn der? Naja, der Moment eher down. Da kannst du nicht fliegen, Karl! Wir sind geliefert, Leute! Ja, grüner Strom ist offenbar guter Stoff. Und bei mir ist natürlich wieder euer Gastgeber, der Philipp Egger von der Energieagentur St. Gallen. Hallo Philipp. Hallo Sonja. Wie ist es bei dir eigentlich? Bist du auch etwa die so ein bisschen unter Strom? Ich bin natürlich immer unter Strom, vor allem bei dem spannenden Thema. Eben, gell? Stromperspektive ist unser Thema heute. Und es ist ja klar, wir brauchen in Zukunft viel mehr grünen Strom. Wo stehen wir eigentlich in der Schweiz? Noch nicht so gut, oder? Nein, wenn wir so heute die Stromzusammensetzung anschauen, dann haben wir über 50% ist Wasserkraft, dann etwa 35% Atomstrom und erst 4% von unserem Strom machen wir mit unseren Photovoltaikanlagen. Muss noch ein bisschen etwas gehen. Genau. Mhm. Genau. Und wenn man auch die Zukunft anschaut, oder? Wir wären im Jahr 2050 wären wir 3,5 Millionen Elektroautos auf unseren Strassen haben und im Gebäudebereich wären 1,5 Millionen Wärmepumpen unsere Häuser heizen. Mhm. Also das heisst, der Bedarf der wird zunehmen und dann haben wir ja ein Bevölkerungswachstum. Ja. Eben, muss etwas gehen. Und du bist ja stolzer St. Galler, Philipp, oder? Wie stehen wir eigentlich hier in diesem Kanton St. Gallen? Ja, im Kanton St. Gallen, da liegen wir im Durchschnitt. Wir haben aber bereits gestartet. Wir haben im 18. haben wir die Einfamilienhäuschen ins Visier genommen. Und wir haben so verschiedene Aktionen durchgeführt, mit grossem Erfolg. Und natürlich ist jetzt auch das neue Thema die grossen Dächer, weil dort haben wir noch mehr Wirkung, noch mehr Ertrag. Mhm. Und an denen, dort sind wir auch am Arbeiten. Der Christian Eisenhut, er wird dann über diese Projekte uns erzählen. Du siehst es gerade, wir haben einen interessanten Besuch heute. Der Felix Nipkow ist da von der Energiestiftung, der Thomas Klingele von der Energieversorgung Wittenbach und eben dein Kollege Christian Eisenhut. Was erwartest du heute eigentlich? Ja, ich erwarte Antworten, zum Beispiel zum Potenzial von PV-Strom. Denn natürlich auch konkrete Umsetzungsbeispiele. Das ist auch immer unser Anspruch, dass wir hier an dem Kongress möchten Beispiele aufzeigen, wie kann man da die Ziele erreichen. Und natürlich durch die vielen Prosumer, die hier wären, entstehen, die dezentralen Prosumer, dass auf den Dächern Strom produziert wird, das sind Herausforderungen für unsere Energieversorger. Mhm. Und die da werden wir auch etwas dazu hören. Gut, also du darfst eine Stunde, knappe Stunde wahrscheinlich, zurücklehnen und hoffentlich auch für dich viel Neues mitnehmen. Und wir sehen uns ganz am Schluss noch einmal. Danke, Philipp, danke für den dir. Moment. Merci vielmals. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es gerade gehört, AKWs im Land, die laufen aus. Unsere Nachbarländer liefern vielleicht nicht mehr so zuverlässig Strom wie besitzen. Dazu kommen auch die Elektroautos, die dann werden unterwegs sein und Strom brauchen. Und die Frage ist ja, schaffen wir das jetzt mit einheimischem grünem Strom? Und wie machen wir es denn im Winter? Das ist ja immer ein grosses Thema. Und es gibt ja gewisse Kreise, die sogar sagen, es droht eine Stromlücke. Das bringen wir überhaupt gar nicht her. Und das sind alles Fragen an Felix Nipkow. Er ist Leiter Fachbereich Erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energiestiftung. Und er macht jetzt für uns eine Auslegeordnung. Herzlich willkommen, Felix Nipkow. Danke. Ihr dürft gerade sofort loslegen. Tipptopp, merci. Merci. Grüezi miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen reden darf und danke der Energieagentur St. Gallen für die Einladung. Ich bin gefragt worden, wie wir Atomausstieg und Klimaschutz unter einen Hut bringen. Die Antwort habe ich schon im Titel angetönt, es ist der Solarhut. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Sonnenhut. Der Sonnenhut schützt nämlich vor der Sonne und der Solarhut schützt mit Hilfe der Sonne vor dem Klimawandel. Ein Solarhut kann durchaus auch ein Sonnenhut sein, aber mehr dazu dann später.
Die Energiewende bedeutet nicht nur Photovoltaik ausbauen. Sie hat ganz viele Ebenen und wie wir uns bei der Energiestiftung die Energiewende vorstellen, sieht sie auf dieser Folie, wo Sie übrigens auch, wenn Sie auf den Link unten dran klicken, in Ruhe können, die Heino näher studieren. Fossile Energien und Atomenergie liefern heute 80% unserer Energie weltweit, in der Schweiz 75%, also der grösste Teil. Es gibt aber zum Glück Alternativen. Eine 100% erneuerbare Welt ist nämlich möglich und erst noch kostengünstiger als das heutige System. Das zeigt zum Beispiel eine Studie von der Universität Lappeenranta in Finnland und der deutschen Energy Watch Group, wo das für das Jahr 2050 im Stundentakt durchmodelliert hat, wie so eine Energieversorgung könnte aussehen und wie das eben funktioniert und zu jeder Zeit kann die nötige Energie zur Verfügung stellen. Für die Schweiz hat der Bund so eine Energieperspektive rechnen lassen, die zeigt, dass eine 100% erneuerbare Energieversorgung auch für die Schweiz möglich ist. Technisch ist die Energiewende gelöst. Die Frage ist nur noch, wie wir sie politisch umsetzen. Ich kann nicht auf alle Ebenen, die in dieser Grafik abgebildet sind, eingehen heute, sondern konzentriere mich heute auf den Strombereich. Und zoome mal rein zu dem Elektroauto. Es wird nicht ganz ohne Autos gehen. Aber es wird ohne die ineffizienten Verbrennungsmotoren gehen, die man heute verwendet. Andere Länder machen vor, wie man den Umstieg machen kann. In Norwegen werden zum Beispiel schon ab 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen. In Schweden, Dänemark und England wird 2030 immerhin diskutiert. In den Bundesstaaten Kalifornien, Massachusetts, New Jersey oder auch in Thailand ist ein Verbot ab 2035 in Kraft. Und Frankreich tut so etwas für 2040 vorgesehen. In der Schweiz hat das Parlament bis jetzt ein Verbot abgelehnt. Es sind aber mehrere Vorstöße in die Richtung hängig weiterhin und entschieden ist noch nichts. Der Bundesrat hat noch keine Massnahmen vorgestellt, wie er das Ziel, das er in der Energieperspektive formuliert, nämlich bis 2040 keine Elektroautos mehr zu haben, keine Verbrennungsautos mehr zu haben, wird umsetzen. Ein weiterer Fokus ist sicher die Wärmeversorgung. Alle Ölheizungen, und die Schweiz ist Weltmeister bei den Ölheizungen europaweit, müssen wir ablösen, vor allem durch Wärmepumpen oder auch andere erneuerbare Heizungen wie Fernwärme oder Holz- oder Solarenergie. Der Mehrverbrauch der Wärmepumpen im Strombereich kann man kompensieren mit Gebäudetechnik und Isolation, die noch grosses Potenzial beinhaltet. Zum Beispiel ist es so, dass heute das AKW Betznau im Winter allein nur für die Elektrowiderstandsheizungen läuft, was sehr eine ineffiziente Stromverschwendung ist. Damit bin ich schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der Atomkraft. 2020 haben alle verbleibenden 4 Atomkraftwerke in der Schweiz 23 Terawattstunden Strom geliefert. Es sind ja nur noch 4, weil Mühleberg Ende 2019 vom Netz gegangen ist. Die Produktion ist bereits mit Erneuerbaren ersetzt, das haben wir vorher schon gehört. Es gibt sich zusammen mit dem Mehrbedarf, den ich vorher angetönt habe, eben Mobilität, Wärmeversorgung usw., so einen Mehrbedarf von etwa 35 bis 45 Terawattstunden zusätzlichem Strom, den wir brauchen, um die Energiewende zu arbeiten. Zum Vergleich, der Landesverbrauch ist etwa bei 60 Terawattstunden. Interessant ist, dass die SES, die Umweltverbände und auch der Bundesrat ihre Modellierungen und Annahmen etwa auf die gleichen Zahlen kommen. Der Unterschied liegt im Tempo. Der Bundesrat möchte das gerne bis 2050 umsetzen. Aus Klimaschutzsicht muss das deutlich früher sein, nämlich etwa bis 2035, damit wir Klimaziele, die wir uns im Pariser Klimaabkommen dazu bekannt haben, können einhalten. Jetzt ist das überhaupt möglich in der Schweiz? Haben wir die nötigen Potenziale? Oder müssen wir Strom importieren mit all den Unsicherheiten, die damit einhergehen? Zum Beispiel ist in der EU genug Strom vorhanden? Ist die Exportbereitschaft dieser Länder gross genug? Das steht in den Sternen. Es ist sicher der sichere Weg, mindestens so wie das jetzt die Schweiz schon macht, im Jahresmittel gleich viel Strom zu produzieren, wie wir verbrauchen. Spannen Sie nicht länger auf Folter, das Ausbaupotenzial ist vorhanden. Der Bund hat mit einem geografischen Informationssystem ausgerechnet, wie viel Strom das man auf Dächer und Fassade der Schweiz produzieren könnte. Das sind 67 Terawattstunden. Dazu kommen weitere nutzbare Flächen. Zu denen gibt es noch keine analoge, detaillierte Untersuchungen, aber eine sehr qualifizierte Schätzung vom Solarverband Swiss Solar, der etwa 15 Terawattstunden ausweist auf Infrastrukturanlagen wie Parkplatzüberdachungen usw., so ohne dass man in Schutzgebiet eingreifen muss. Dazu gibt es weitere Technologien, Windkraft, Wasserkraft, Biomasse, die zusammengenommen auch noch mal etwa 5 bis 10 Terawattstunden liefern können. Das Potenzial ist also vorhanden und kann die bestehende Wasserkraft, die etwa 40 Terawattstunden liefert, perfekt ergänzen.
Jetzt kommen wir zu den Himbeeren und einem Solarhut. Die Solarenergie wird sicher, und das ist unbestritten, der grösste Teil an diesem Ausbau ausmachen. Die Erschliessung von Dächern und Fassaden wird zu langsam gehen oder nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Und darum läuft die Suche nach alternativen Standorten. Ein möglicher Standort ist eben die Agrarphotovoltaik, die man hier sieht. Das ist ein Bild aus den Niederlanden. In der Schweiz gibt es leider noch keine solchen Bilder zu machen, wo eine solare Abdeckung Himbeerenstuden stützt vor dem Wetter und gleichzeitig eben Strom produziert. Diese Doppelfunktion kann natürlich auch bei anderen Kulturen zum Zug kommen. Wir haben zusammen mit der ZHW und Swiss Solar Anfang Jahr eine Reihe in den Schriften zum Energierecht herausgegeben, wo das Thema Raumplanung und Photovoltaik anschneidet. Wir haben juristische Untersuchungen gemacht, um die Themen Photovoltaik auf Lärmschutzwände, im alpinen Raum und in der Landwirtschaftszone zu untersuchen und konnten zeigen, dass es wirklich raumplanerische Hindernisse gibt, wo die Nutzung der Infrastruktur im Weg steht. Die müssen wir ausmerzen, um eben die Nutzung voranbringen und die Potenziale auch rasch genug auszunutzen. Im Sommer wird der Bundesrat jetzt im Parlament eine Botschaft unterbreiten zum Thema Energiegesetz und Stromversorgungsgesetzrevision. Wir haben uns dort schon in den vorbereitenden Arbeiten eingebracht und haben zwei Hauptpunkte herausgestellt, die erfüllt sein in dieser Gesetzesrevision, damit sie den perfekten Anschluss zum CO2-Gesetz bietet und die Energiewende weiterbringt. Und das sind einerseits verbindliche Ausbauziele in dieser Grössenordnung, die ich vorher schon genannt habe, 35 bis 45 Terawattstunden zusätzlicher Strom bis 2035. Und das ist entsprechende Massnahmen, um das zu realisieren. Investitionssicherheit und Planungssicherheit dank einer gesicherten Finanzierung für Investoren. Einerseits brauchen wir Finanzierungsinstrumente, die eben attraktiv sind für Investoren und gleichzeitig wollen wir die Mittel möglichst effizient nutzen. Weltweit haben sich in diesem Spannungsfeld Ausschreibungen auf gleitende Marktprämien durchgesetzt. Die Schweiz will aber auch in diesem Fall einen Sonderzug fahren und setzt voll, zumindest nach dem Willen vom Bundesrat, auf Einmalvergütungen. Die können die nötige Investitionssicherheit aber weniger gut bieten. Darum sind wir der Meinung, es bräuchte da noch eine Anpassung im Parlament. Übrigens, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Förderung und Subventionen zu reden, Fun Fact am Rand für all die glauben, dass Erneuerbare das eigentlich gar nicht überkommen sollten. Weltweit werden gemäss dem Internationalen Währungsfonds fossile Energien mit bis zu 5,3 Billionen US-Dollar subventioniert. Erneuerbare oder fossilfreie Technologien im Gegensatz kommen etwa 120 Milliarden über. Das sind etwa 2% von der ersten Zahl, die ich genannt habe. Noch eine abschliessende Bemerkung zu diesen Massnahmen. Die Schweiz ist europaweit auf den letzten Rang beim Ausbau oder bei der Produktion von Strom aus Photovoltaik und Wind. Das Potenzial wäre vorhanden, das habe ich gezeigt. Wir nutzen sehr bescheiden. 1% von unserem Energieverbrauch decken wir mit Solarstrom. Im Strombereich sind das etwa 4%. Wir könnten deutlich mehr Solarstrom ernten, als wir brauchen. Wir müssen aber für das weder unverbaute Landschaft zupflastern, noch die Artenvielfalt beeinträchtigen. An dieser Stelle kann ich es mir nicht ganz lassen, einen kleinen Werbespot zu machen für ein ganz neues Buch, das jetzt dann erst gerade rauskommt. Der Ökonom und Altnationalrat Rudolf Rechsteiner hat mit Co-Autoren, wo ich einer davon bin, ein Buch geschrieben, das zeigt, wie die Schweiz eben die Solarenergie kann nutzen und warum man das nicht längst macht. SES-Mitglieder können das Buch zum reduzierten Tarif kaufen, alle anderen können es direkt beim Autor beziehen. Sie sehen auch hier die Links in der Folie direkt für die Bestellung. Jetzt denken Sie vielleicht, dass wir bei der SS Ziel verfolgen, wo ein paar wenige Öko-Freaks vielleicht teilen, aber nicht so abgestützt sind und dass wir da in einer Minderheit sind. Und ich muss Sie enttäuschen, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben eine repräsentative Umfrage machen, die zeigt, dass die Akzeptanz der Energiewende wirklich sehr hoch ist. 96% der Befragten haben gesagt, sie teilen das Ziel, den Strombedarf künftig mit erneuerbaren Energien zu decken. Knapp 90% sind der Meinung, dass die erneuerbaren Energien auch im Inland produziert werden sollen. Im Median haben die Leute gesagt, dass sie das in 15 Jahren möchten, realisiert haben, das Ziel. Das ist sehr ein schneller Fahrplan und eben deckt sich ungefähr mit unserem Ziel bis 2035, das zu realisieren. Der Bundesrat ist da so langsamer unterwegs, als sich das die Bevölkerung wünscht.
Das kostet natürlich etwas, beziehungsweise man muss investieren. Und auch das haben wir abgefragt. Es sind 78% der Leute, die wir gefragt haben, bereit gewesen, mehr zu zahlen, um den Ausbau von einheimischen erneuerbaren Energien voranzubringen. Und im Median haben die Leute also gesagt, sie würden 100 Franken zahlen, um das können realisieren. Das ist mehr als doppelt so viel, wie man heute zahlt als durchschnittlicher Haushalt. Ich komme zum Schluss. Solarland Schweiz muss keine Utopie bleiben. Wir haben Potenzial und wir haben die nötigen Werkzeuge, um das zu realisieren. Damit gewinnen wir energetische Unabhängigkeit und wie als erwünschten Nebeneffekt können wir neue Arbeitsplätze und einheimische Wertschöpfung schaffen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und falls Sie Fragen haben, können Sie mich auf diesen Kanal wie auf der Folie jederzeit gerne kontaktieren. Danke vielmals, Felix Nipkow. Die nehmen alles entgegen, oder? Kritik und Lob und alles. Oder? Ihr alles freut durchlacht. Euch einfach auf die Post. Ganz genau. Ihr seid ja sehr zuversichtlich oder sagt, das Potenzial wäre da. Aber gleichzeitig sagt ihr auch, wir sind im Wartsaal noch in der Schweiz. Es läuft schleppend. Woher kommt die Zuversicht? Weil bis jetzt hat man ja irgendwie das Gefühl gehabt, der politische Wille sei eben noch nicht da gewesen. Als ich vor 10 Jahren bei der SS angefangen habe, war die Solarenergie teurer als alles andere. Ein Luxusprodukt eigentlich. Und heute ist die Solarenergie die billigste Technologie zum Strom machen. Ich glaube, das sagt alles. Das begründet meinen Optimismus und das ist weltweit. Aber das ist offenbar noch nicht angekommen, oder? Nein, die Schweiz ist immer ein bisschen langsamer. Das ist ganz normal. Wenn man weltweit schaut, dann gehen all die Kurven ganz steil auf und die Schweiz ist noch am Pümpeln. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Rang werden finden. Dir sagen, ihr seid zuversichtlich. Ich habe einen Kommentar gelesen in der NZZ 2020. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt nur schleppend voran. Die Stromversorgung im Winter wird immer schwieriger. Die Schweiz muss sich darauf einstellen, trotz den CO2-Zielen Gaskraftwerke zu bauen. Müssen wir und auch ihr euch auf das einstellen? Ich glaube es nicht. Aber mein Optimismus dringt da durch. Ich glaube, wir schaffen das rechtzeitig, genug Erneuerbare auszubauen. Falls wir es nicht herbringen würden, gäbe es noch die Möglichkeit, erneuerbare Gaskraftwerke zu bauen, die mit synthetischem Gas aus erneuerbarem Strom betrieben werden. Also es gäbe eine theoretische Möglichkeit, auch das 100% erneuerbar zu machen. Jetzt habt ihr die Atomkraft angesprochen. Und man hat ja schon so das Gefühl, wenn man umschaut, es gibt eine Renaissance von dieser Atomkraft, auch gerade weil sie, sagen wir mal, CO2 ärmer ist als anders. Und in Finnland geht jetzt sogar ein neues AKW-Netz. Ich weiss den Namen nicht so, Olkiluoto oder so irgendwie. Olkiluoto, genau. So irgendetwas. Und interessant ist ja dort, die Grünen unterstützen den Ausbau von der Atomkraft. Kommen wir auch wieder mal dorthin? Nein, da bin ich sicher, dass das vorbei ist. Ich weiß nicht, warum die Grünen in Finnland auf den Irrweg geraten sind, aber wenn man die Ökonomie anschaut, ist die Atomkraft das Modell von gestern. Das hat ausgedient. Es lohnt sich einfach schlicht nicht mehr. Und dann die neuen Mailer, die uns der Bill Gates zum Beispiel auch unterstützt, ist das also nicht die Zukunft? Das ist noch gar nicht. Das ist eine Science-Fiction-Technologie in diesem Sinn. Und eben finanziell lohnt sich das nicht. Wir haben eine Technologie, die jetzt billiger ist und jetzt funktioniert. Und es lohnt sich sicher nicht, auf etwas zu setzen, wo man noch nicht mal hat und der auch noch Risiken mit sich bringt, die sich auch mit dem Bill Gates in ihrer Technologie nicht reduzieren. Ich hoffe, ihr behaltet noch lange euren Optimismus, Felix Nipkow. Und danke herzlich, dass ihr seit dem Energiekongress kommt. Merci vielmals. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Merci. Ja, Stromproduktion von der Zukunft, die wird dezentraler, das ist sicher. Also, man hat es gesehen, Einfamilienhäusli, Bauernhäuser, Himbeerenanlagen, ganze Quartiere produzieren den Strom selber, brauchen auch selber wieder. Und da ist die Frage, was heisst jetzt das für die Energieversorger? Die müssen ja den Strom ins Netz integrieren. Also stehen denen jetzt auch so die Tore zu Berg, wenn sie daran denken, wie diesem kleinen Bub. Das wollen wir herausfinden. Ich freue mich, dass der Thomas Klingele da ist. Er ist Betriebsleiter Elektrizitätswerk Wittenbach. Hallo, Herr Klingele. Grüezi, Frau Hasler. Schön, seid ihr da. Das mit diesen Haaren, ja, wie macht ihr es? Ja, man kann jetzt sagen, ich habe es so kurz, dass man es nicht mehr so sieht, aufstehen. Ah, okay. Aber manchmal stehen euch die Haare schon zu Berg, wenn ihr an die Herausforderungen von der Zukunft denkt. Oder? Ja, geht zu Berg stehen nicht, aber es gibt vielleicht eher ein Kribbeln im Bauch, ob man es dann wirklich schafft. Jetzt hat ja dir, Herr Klinger, ein kleines Werk, versorgt knapp 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Strom. Und was heisst jetzt das für euch, wenn die ja immer mehr selber Solarstrom produzieren? Jetzt sind es etwa 10%, die ihr habt. Was sind da für euch die grössten Herausforderungen? Für uns sind sicher die Herausforderungen, das Netz stabil zu behalten, dass wir den Strom, der produziert wird, dezentral über unser Netz können abführen können. Zum Teil den Verbraucher direkt wieder können zuführen können, aber auch
sogar zurück ins Vorliegernetz zurückspeisen können. Jetzt müsst ihr das schnell sagen. Die Netz stabil behalten. Eben, Solar, Windstrom ist offenbar eine grosse Belastung für das Netz, weil der nicht immer dann kommt wie der Atomstrom, wenn man gerade unbedingt braucht. Es kann Überspannungen oder Unterspannungen geben. Was ist da für euch das Schwierigste? Das Schwierigste ist sicher, dass unser Netz richtig dimensioniert ist auf die Produktionsleistungen, die wir dran haben. Mhm. Und da haben wir halt recht unterschiedliche Strukturen im Netz, jetzt gerade bei uns konkret in Wittenbach. Mhm. Das können wir vielleicht ganz schnell anschauen auf einer Grafik. Genau. Wir haben hier ein Orthofoto, wo man sieht, dass das Netz so ein bisschen zweiteilt ist. Wir haben im Nordwesten, gel dargestellt, ein sehr ländliches Netz mit langen Kabelleitungen und im Südosten ein eher städtisches, sehr verdichtetes Gebiet mit kürzeren Kabelleitungen. Mhm. Und was heisst jetzt das? Wir müssen schauen, dass wir über die Kabel, dass wirklich die Energie wegbringen. Wir müssen schauen, dass das Netz aber auch für zukünftige Belastungen noch geeignet ist. Mhm. Man muss ja wissen, so ein Kabel rechnen wir irgendwo 50 bis 60 Jahre, würden wir das betreiben. Das heisst, wenn wir heute investieren, sollte es eigentlich noch Ende der Energiestrategie 2050 immer noch richtig dimensioniert sein. Also euer Leben ist ein bisschen komplizierter geworden, oder? Atomstrom ist in dem Sinn ringer für euch. Das ist so, ja. Und die Netze sind natürlich einerseits organisch gewachsen aus den Bautätigkeiten von diesen Gemeinden, andererseits sind sie aber auch so gebaut, dass man ein oder jetzt in Wittenbach zwei Einspeisepunkte hat, wo der Strom kommt und nachher ähnlich wie ein Baum in die Äste raus verteilt wird. Und jetzt haben wir zumal den umgekehrten Fall, jetzt kommt der Strom in diesen Äste raus und wir müssen schauen, dass er im Baum innen irgendwo super kann verteilt werden und dass wir die Netzqualität aufrechterhalten können. Jetzt gibt es ja böse Zungen, die sagen, ja, die Energieversorger, die haben das nicht im Griff. Oder die Spannungsschwankungen, die es da gibt, die können hier Blackouts auslösen, Lichter löschen, das wird alles viel unsicherer. Was sagt ihr denen? Habt ihr das im Griff? Mehr für unser Netz. Und da muss ich sagen, ich rede jetzt halt wirklich für ein kleines EW von diesen rund 600, die wir noch haben in der Schweiz. Wir haben es im Griff. Mhm. Wir haben das geplant, aber wir haben es auch. Haben wir, glaube ich, auch eine Grafik dazu, wo man das sehen kann? Genau. Wir haben eine sogenannte Zielnetzplanung gemacht, wo wir angegangen sind mit einem Zeithorizont rund 30 Jahre, wo wir geschaut haben, ja, wie sieht denn unser Netz aus mit zukünftigen Belastungen. Wir haben hier, das ist jetzt exemplarisch ein Beispiel, verschiedenste Stresstests gemacht. Wir haben das simuliert und müssen sagen, ja, unser sogenanntes Transportnetz ist stabil, das wird uns auch in Zukunft ausheben. Wir können es zum Teil bereinigen, vereinfachen und andererseits müssen wir aber auch punktuell noch ausbauen. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über einen Stress vom Netz geredet, wo eben die neue Produktion könnte geben. Und es gibt aber noch andere grosse Herausforderungen. Wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist die Elektromobilität. Also viel mehr Leute werden elektrisch fahren. Jetzt kommen die jetzt oben um 5 Uhr heim oder um 6 Uhr, stecken auch ihre Kisten ein. Was passiert denn? Hat er das auch schon simuliert? Wir haben das auch schon simuliert. Wir haben das vor allem jetzt auf dem Transportnetz simuliert. Dort sind wir zuversichtlich, dass wir das gewährleisten können, was nach einem Strombedarf wird sein. Mhm. Aber das stimmt schon, es wird irgendeinen Peak geben gegen oben, oder? Ja, man geht davon aus, dass es einen Peak wird geben. Ich habe jetzt ganz eine neue Studie gesehen aus Deutschland, wo sie so eine Tiefgarage, grössere, komplett ausgerüstet haben mit Elektrofahrzeug und man hat gesehen, es ist nicht so dramatisch, wie es zum Teil aufgezeichnet wird. Also es stimmt mir irgendwo zuversichtlich, dass man auch das in den Griff bekommen. Aber mit dem müsst ihr auch umgehen können. Und wie ist es denn Wärmepumpen? Es gibt ja gleich vielleicht auch viel mehr Wärmepumpen. Die brauchen auch noch mal Strom. Also die sind gefordert. Wir sind gefordert, aber unser Wunsch, und das ist also sicher ein Anliegen jetzt von mir. Wir sind heute relativ stark reguliert in unserer Tarifgestaltung. Mhm. Der Regulator gibt das vor, wie das jemand ausgesehen hat. Und da würde ich mir mehr Freiheiten wünschen, weil da würde uns natürlich auch die Möglichkeit geben, den Strom zu
diesen Zeiten können absetzen im gleichen Netz, wo er auch produziert wird. Aber ihr sagt jetzt, das ist stark reguliert. Was wäre denn das, was ihr euch würdet wünschen? Was müsste passieren, für das sich für euch rechnet? Oder? Wie ich gesagt habe, wir müssten können neue Tarifstrukturen, flexiblere Tarifstrukturen ausschaffen. Das macht man auch nicht von heute auf morgen, da müssen wir rechnen, auch da müssen wir Simulationen fahren. Aber wenn ich so den Ausbautrend anschaue, denke ich, haben wir da genug Zeit, um da mitzufahren. Wir sind jetzt eben, vorher haben wir es gesagt, in Wittenbach eigentlich schon relativ weit. Mit diesen 9% PV-Strom gegenüber dem Schweizer Durchschnitt von 4%. Also wir sind dort eher im vorderen Mittelfeld unterwegs. Wir haben es im Griff soweit und das stimmt mich zuversichtlich. Aber eben nochmal zurück auf die Tarifkalkulationen. Da müssen wir dahinter, da müssen wir anschauen. Und auch da eben würde ich mir wünschen, dass man mehr Flexibilität hat. Hey, das ist ein kleineres Werk, oder? Die grossen Werke, die haben die Möglichkeit, jetzt ganz neue Dienstleistungen anzubieten. Die bauen den Leuten Solaranlagen auf Dächer und so. Was überlegt ihr euch? Oder habt ihr manchmal das Gefühl, ja, wir überleben das so nicht, oder wie? Ich denke, als reine Gemeindebetreibung, wo wir ja ein Bestandteil sind von der Gemeinde, werden wir so überleben. Wir haben den Vorteil heute, ja, dass wir unsere Kosten, die entstehen, aufs Netz bezogen, können auf den Stromtarif abwälzen. So gesehen werden wir immer können kostendeckend fahren. Teilweise gibt es eine Verzerrung. Weil jetzt die dezentralen Produktionen, Prosumer, wie man auch sagt, die tun zum Teil dann auch selber wieder verbrauchen. Genau. Dort entgeht uns natürlich ein Teil als Netz an, nach Kosten, die mitgetragen werden. Und in dem Sinn findet eine Entsolidarisierung statt, dass die verbleibenden Kundinnen und Kunden die entstehenden Kosten müssen tragen. Also ihr habt etwas von der Branche wird sowieso umkrempelt, hat man das Gefühl, oder, mit dieser Energiewende. Jetzt haben wir vorhin den Felix Nipkow gehört, der hat ihm auch zugelassen. Und der ist sehr optimistisch, dass wir das werden schaffen, ohne neue AKWs und ohne Gaskraftwerke. Wie schaut ihr das an? Schaffen wir es? Ich weiss nicht, ob ich da die richtige Person bin, um das wirklich zu beurteilen, weil wir haben ein kleines Netz mehr für uns. Wir werden es schaffen. Wir werden unsere dezentralen Produktionen können, den Strom abnehmen. Wir werden das können verteilen. Es wird sicher auch noch müssen Eingriff geben in die Steuerungen, weil der Strom eben schlecht prognostizierbar anfällt. Da müssen wir können im Netz vielleicht dann auch noch eingreifen. Ich glaube aber, das sind wirklich die unsere vorgelagerten Netze, die sind viel, viel mehr gefordert als wir. Also, es haben alle zu tun, wenn wir es arbeiten wollen, dir auch, Thomas Klingeln. Ich danke herzlich, ihr seid gefordert, ich wünsche alles Gute, gutes Arbeiten und merci vielmals für euren Besuch hier am Kongress. Danke vielmals. Ja, meine Damen und Herren, St. Gallen, das haben wir schon gehört. St. Gallen will Gas geben im Ausbau von der Photovoltaikanlagen. Das hat uns schon in der Session Klimawandel die Regierungsrätin und Baudirektorin Susanne Hartmann erzählt. Und wir wollen wissen, wie gross ist das Potenzial hier im Kanton mit den 77 Gemeinden und welche Faktoren führen schlussendlich zum Erfolg. Und wie sieht es denn finanziell aus? Also wie attraktiv ist es, wenn man hier ausbaut? Und ich freue mich sehr, dass Christian Eisenhut hier ist. Er ist gelehrter Elektroingenieur und Projektleiter Energieprojekt bei der Energieagentur St. Gallen. Und er ist schon parat, bitte schön. Kommt ins Licht, Christian Eisenhut, und ihr dürft gerade loslegen. Danke. Grüezi miteinander, geschätzte Damen und Herren. Noch nie ist in der Schweiz so viel Photovoltaik zugebaut worden wie im Jahr 2020. Von was hängt eigentlich die Dynamik ab? Wo stehen wir im Kanton St. Gallen? Ich darf Ihnen hier auf den ersten Folien ein paar Erfolgsrezepte zeigen, die dazu beitragen, dass es mit dem Photovoltaikzubau sehr schnell vorwärts geht. Es sind vor ein paar Wochen vom Bund detaillierte Daten publiziert worden zu den Elektrizitätsproduktionsanlagen in der ganzen Schweiz. Also nicht nur Photovoltaik, alles, was Strom produziert. Wir sehen auf dieser Grafik unten vom Jahr 2008 bis aktuell, wie der Photovoltaik-Zubau in den 77 Gemeinden vom Kanton St. Gallen
stattgefunden hat im letzten Jahrzehnt. Und da sieht man dick grün im unteren Drittel den Durchschnitt vom Kanton St. Gallen. Da sind wir heute bei 0,4 Kilowatt Peak pro Kopf, also 400 Watt pro Kopf. Das ist besser als der schweizerische Durchschnitt, der bei 280 Watt etwa liegt. Man sieht auch, dass die Bandbreite der Gemeinden hier sehr gross ist. Wir haben oben rein zum Beispiel zwei Gemeinden, Jonschwil und Marbach, die oben ausschwingen, die schon 1,5 Kilowatt pro Kopf zum Beispiel erreicht haben. Das hängt ab, man sieht es gerade an diesen Beispielen, bei diesen eher kleineren Gemeinden, die ländlich geprägt sind, wenn die die grössten Dächer gerade ausnutzen, wie es zum Beispiel in Jonschwil passiert ist, wenn dort vielleicht gerade auch noch eine sehr aktive Solargenossenschaft agiert und einzelne Weiler autark macht oder in einzelnen Weilern mehr Strom produziert wird, als gebraucht wird, dann sieht man die Beispiele, dass die Gemeinden mit einer ganz grossen Dynamik unterwegs sind. Man sieht auch sehr viele Gemeinden um den Durchschnitt herum. Und da sieht man aber eine Tendenz, dass es gerade in den letzten zwei, drei Jahren beschleunigt vorwärts geht. Wenn man das jetzt in den Kontext hineinstellt, wo sollte man dann etwa hingehen, ist die gleiche Grafik einfach geschrumpft und man sieht dann weiter bis 2050. Dann sieht man, dass nach der Energieperspektive von 2050 plus, die wir heute auch schon zitiert gehört haben, sollte in der Schweiz etwa 34 Terawattstunden Photovoltaik erzeugt werden im Jahr 2050. Und da haben wir gehört, da braucht also nicht die Hälfte vom Potenzial in der Schweiz, um das Ziel zu erreichen. Man sieht aber bei dieser Grafik auch, dass wir uns beschleunigen müssen, dass wir dort ankommen, so rasch wie möglich, vor allem zum Klimaziel erreichen. Wir müssen den Speed um etwa Faktor 3 sicher zulegen. Man sieht auch das Ziel der Energiestrategie 2050, wo wir ziemlich genau heute vor vier Jahren darüber abgestimmt haben. Da hat man in diesem Bereich geredet, von einem Photovoltaik-Zubau von etwa 1,5 Kilowatt Peak pro Kopf. Und man sieht hier auch eindrücklich, wie die Zielsetzungen auch von Seite des Bundes in den letzten Jahren, gerade gekoppelt an das Ziel von Paris, dass die eben stark in die Höhe korrigiert worden sind. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was sind so die Erfolgsfaktoren, dass es eben schneller vorwärts geht mit dem Photovoltaik-Ausbau. Von was hängt es denn ab, ob ein Photovoltaik-Projekt erfolgreich ist oder nicht? Da haben wir zum einen links oben so ein paar Faktoren, die an einem gewissen Standort maßgebend sind für die Produktionskosten oder Gestehungskosten vom Solarstrom. Also wie viel kostet sie die Kilowatt, die sie da produzieren? Und das hängt in erster Linie natürlich davon ab, wie die Preise sind für Komponenten auf dem Markt. Da ist in den letzten 10 Jahren enorm oben runtergekommen. Photovoltaik, kann man sagen, ist von der teuersten zu der günstigsten Technologie geworden, zum lokalen Strom zu produzieren. Es hängt auch ab, natürlich, von der Förderung vom Bund, von der kleinen Einmalvergütung und von der grossen Einmalvergütung, die aktuell sehr attraktiv ist. Und natürlich auch, wie man die Betriebskosten rechnet, wie man die kann ausgestalten kann. Und auch, ob eine Gemeinde noch zusätzlich in einem kommunalen Förderprogramm etwas macht. Dann gibt es weitere Faktoren, die vor allem auf den finanziellen Ertrag einen Einfluss haben. Dort ist es so, dass das vor allem maßgebend ist, wie viel kommt man eigentlich über, wenn man den Strom ins Netz einspeist. Da haben wir heute sehr viele Gemeinden, wo das also um die 10 Rappen pro Kilowattstunde ist oder sogar noch drüber. Es kommt natürlich darauf an, wie hoch ist der Strompreis, den man einspart, wenn man den Strom gerade selber nutzt. Und wie viel vom Strom, den man selber produziert auf dem Dach, kann man gerade lokal brauchen mit dem Eigenverbrauchsanteil. Weiter sind es natürlich standortabhängige Faktoren, die je nach Gemeinde und Sonnenstunden in der Gemeinde sehr unterschiedlich sind. Die dann einen Einfluss haben, wie gross der lokale spezifische Solarertrag kann sein. Verschattung spielt eine grosse Rolle. Wie gross kann man die Anlage bauen, je grösser, desto wirtschaftlicher tendenziell. Und ein Kilo-Kriterium, in vielen Fällen der Dachzustand natürlich Statik. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen. Gesetzliche Rahmenbedingungen, steuerliche Sachen, Versicherung, Technologiesachen, regulatorische Sachen, wo wir schon gehört haben, auch, dass die maßgebend sind, ob ein beschleunigter Ausbau in Zukunft, zum Beispiel auf Landwirtschaftsflächen, auf Infrastrukturflächen, ob diese Beschleunigung stattfinden kann, da muss sich da noch viel ändern.
Man sieht, bei diesen Erfolgsfaktoren sind so etwas fett markiert. Links oben die Kommunalförderung, rechts oben die Einspeisetarif, HKN-Vergütung. Das sind so die Faktoren, die vor allem Gemeinden und Energieversorger einiges bewegen können, um lokal das Ganze zu pushen. Ich möchte jetzt den Fokus einfach auf drei Beispiele setzen. Drei Beispiele, die wir aus unserer Praxis heraus immer wieder antreffen in der täglichen Arbeit im Kanton St. Gallen. Das eine ist so grössernordnung kleinere Anlagen auf Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser auch kleinere. Da haben wir es mit unserem Format, mit der Photovoltaik-Aktion, die wir als Pilot 2018 in der Region Rheintal das erste Mal gemacht haben, dann über Region Zürich-Seelind 2019, letztes Jahr Region Bodensee und Toggenburg und dieses Jahr jetzt in den restlichen weissen Flächen vom Kanton St. Gallen und auch aus Appenzellerland. Mit diesem Format haben wir es geschafft, um in einem einfachen Sorglospaket, wo wir Qualitäts-Leistungskriterien klar definiert haben und mit einem einfachen Angebot sehr viele Leute können erreichen können. Da ist massgebend, dass die Leute keine Offerten vergleichen müssen, dass die Leute wissen, sie haben qualitativ sehr gutes Angebot und es ist auch finanziell ein attraktives Angebot. Wenn man das den Leuten schmackhaft machen kann, dann sind da sehr viele Leute aufgesprungen. Entsprechend, man sieht, es sind bis jetzt 4 Regionen umgesetzt. Wir haben bis jetzt 48 Gemeinden gehabt, die mitgewirkt haben. Es sind 41 Partnerunternehmer gewesen und wir haben insgesamt schon über 450 Anlagen so können realisieren. Ein weiterer Fokus sind grössere Anlagen. Das hat Philipp Becker eingangs schon erwähnt. Da haben wir einen Pilot gemacht im St. Galler Rheintal. Man sieht hier das Resultat, die 9 roten Punkte sind Anlagen zwischen einer Größe von 270 kWp bis 1,4 MWp. Und da sieht man die Amortisationszeit auf dieser Grafik in Abhängigkeit von unten von den Produktionskosten und links vom finanziellen Stromertrag. Da sieht man auch unten die Produktionskosten, die sind natürlich abhängig davon, wie hoch ist die Investition, wie rechnen wir Betriebskosten und was ist mit der Förderung. Und links, der Stromertrag ist abhängig, wie viel kann man gerade selber brauchen lokal vor Ort, was kostet der Strom, den man einspart. Und da haben vor allem die Firmen sehr gut abgeschnitten, die einen sehr hohen Eigenverbrauchsanteil haben. Das Resultat dieser Kampagne finden Sie bei uns online unter Projektnetzwerk Photovoltaik. Da kann man sagen, grundsätzlich bei grossen Industrie, wenn dort viel Strom gebraucht wird und der Dachzustand sehr gut ist, lohnt es sich in den allermeisten Fällen, um etwas zu machen. Dann der dritte Fokus, den ich zeigen will, ist Kommunikation. Man muss das Rad schlicht nicht neu erfinden. Es stehen sensationelle, unabhängige Tools online zur Verfügung, wo die wichtigsten Fragen, die die meisten Leute draussen haben, wo wir uns konfrontiert sind, gerade für sie beantwortet. Die wichtigsten Fragen, das sind rechts oben für eine erste Abschätzung, was kann man eigentlich machen vor Ort, wie ist es mit der Amortisationszeit und dem Eigenverbrauch. Und da sehen Sie links die zwei Tools, entweder Sie steigen die über sonnendach.ch oder über den Solarrechner von Energie Schweiz. Sie müssen dort beide Mal nur Ihre Adresse eingeben, das ist gekoppelt und dann haben Sie nachher die Angaben sehr schnell für Sie zur Verfügung. Sie haben nachher weitere Möglichkeiten, wie Sie unten sehen, Sie können für Detailabklärungen Photovoltaikunternehmer finden über Solarprofis. Sie können Offerten unabhängig prüfen lassen bei Energie Schweiz und Sie finden auf der Seite der Energieagentur St. Gallen zahlreiche Publikationen und Broschüren zu den relevanten Themen der Photovoltaik. Da ist wirklich der Fokus auf Kommunikation. Erfinden Sie das Rad nicht neu, binden Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, die Tools links auf Ihrer Homepage ein, informieren Sie die Leute. Und allein das hilft schon vielen, um ihr Projekt zu realisieren. Noch abschliessend weitere Möglichkeiten für Gemeinden. Auf der linken Seite gehen Sie voraus mit Ihrer Vorbildfunktion. Sie können auf allen öffentlichen Gebäuden, dort wo es Sinn macht, Photovoltaikanlagen erstellen. Das ist jetzt schon ein älteres Bild. Heute geht es ästhetisch noch attraktiver. Sie können heute auch auf die Fassade gehen. Sie können es mit Biodiversität kombinieren etc. Dann ist über pvtarif.ch finden Sie die Übersicht, was kommen Sie eigentlich über für den Strom, den Sie einspeisen. Und da gibt es einen gewissen Handlungsspielraum für Gemeinden und Energieversorger,
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Standortattraktivität zu erhöhen. Und nicht zuletzt, ich habe es erwähnt, natürlich ein eigenes kommunales Förderprogramm, für wo die Gemeinden einführen können, um Photovoltaik zusätzlich zu fördern. Da ist es so weit gewesen. Ich komme gerne zum Fazit. Photovoltaik ist, wir haben es gehört heute, eine der ganz grossen Schlüsseltechnologien, um die Energiezukunft in der Schweiz zu gestalten. Es ist ein riesiges Potenzial. Man muss nicht einmal die Hälfte davon ausnutzen, um die Ziele zu erreichen. Man kann es extrem gut skalieren auf ganz kleine Flächen, auf riesige Flächen. Man kann es kombinieren mit weiteren Funktionen, Balkongeländer, Dachbeschattung etc. Es ist heute schlicht einfach eine ausgereifte Technologie, sehr gut normiert und alles und in den allermeisten Fällen finanziell meistens sehr, sehr attraktiv. Und darum ist da eigentlich der Aufruf an Sie alle, viel Erfolg bei Ihrem eigenen Projekt und just do it. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Christian Eisenhut, merci vielmals. Also Sie sind richtige Turbo, he? Schon, oder? Die wollen da, dass etwas geht. Es ist so, es ist eine super Zeit, glaube ich, im Moment. Ich verfolge die Thematik jetzt auch schon seit 15 Jahren und mehr. Und wenn man schaut, was gerade in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist es doch sehr motivierend und ich teile da den Optimismus, den wir eingangs auch gehört haben. Und ich sage auch gerne, Photovoltaik weckt Kreativität. Also man kann sehr, sehr viele Möglichkeiten realisieren. Ich habe auch noch ein Projekt ab dem Wallensee. Ist es gut, wenn ich euch dann mal anrufe? Das können Sie machen, gerne. Super. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen gemein. Ihr habt viel über Photovoltaik geredet, aber die Masterarbeit habt ihr zur Windenergie geschrieben. Und das ist schon so ein heikles Thema in diesem Kanton, oder? Es ist sicher ein Thema, das in der Schweiz auch auf grossen Widerstand stößt. Und das ist eigentlich ein bisschen sinnbildlich, dass ich die Masterarbeit auf der Windenergie im Jahr 2004-2005 in Deutschland geschrieben haben. In einem Land, das natürlich viel weiter ist in der Windenergie. Und es ist aber glaube ich, wichtig zu unterstreichen, dass auch die Windenergie künftig wird einen grossen Beitrag müssen leisten, können leisten, vor allem Stichwort Winterproduktion. Wir haben auch Potenzial gehört von weiteren erneuerbaren Energien, Wind, Wasser, wo da rum sind. Und man darf auch nicht übersehen, es gibt sehr positive Beispiele doch auch in der Schweiz. Aber das sind noch ein bisschen, die sind schon noch ein bisschen dünner gesagt, oder? Hey, das Gefühl, gesagt, man macht irgendwann, geht man über die Schwelle, was Naturschutz angeht, Tierschutz und so weiter. Und Lärmschutz, das sind ja immer die Vorurteile, die man hört. Ja, oder? Es braucht sicher grosse Anstrengungen, Partizipation, um über all die Ebenen von den raumplanerischen Verfahren zum Erfolg zu kommen. Da ist ein Projekt in Kanton Schaffhausen sehr erfolgreich unterwegs. Was aber auch spannend ist, zu sehen, gerade kürzlich eine Abstimmung im Kanton Appenzell-Innerrhoden, wo doch mit etwa 70% Zustimmung für einen Richtplaneintrag ja gesagt worden ist, grundsätzlich zu der Windenergie. Also ihr sagt auch hier, es muss etwas gehen, aber es geht auch etwas. Also ich hoffe, ihr behaltet eure Energie für all die Projekte und danke herzlich für euren Besuch. Merci Christian Eisenhut. Danke vielmals. So, und der Chef ist hier, vom Christian Eisenhut, wieder der Philipp Becker. So ein bisschen unter uns. Philipp, wie hat er es gemacht? Du hast es sehr gut gemacht. Hä? Wie immer eigentlich. Ja, sind alle deine MitarbeiterInnen so gut? Ja, natürlich. Wir wollen uns auch nichts anderes erzählen, oder? Was ist für dich das Fazit von dieser heutigen Session Stromperspektive? Ja, ich glaube, wir haben es gehört, das Potenzial ist da. Wir haben auch gehört, die Energieversorger, die sind bereit. Also natürlich nicht alle im gleichen Stil, aber ich würde sagen, die dynamischen, die innovativen Energieversorger, die sind bereit. Das sind wirklich neue Herausforderungen. Wie Herr Klingeln erzählt hat. Genau, wie die Dynamik, die es jetzt annimmt. Und natürlich eben das Einspeisen, das quasi unkontrollierte oder nicht planbare Einspeisen von Energie, das ist eine riesige Herausforderung, um den ganzen Grid zu managen. Also es ist eigentlich ein Hosenlupf für alle, die Energiewende, aber es weckt auch irgendwie ein bisschen Lust, habe ich fast das Gefühl, oder? Dass etwas geht, dass man innovativ sein kann. Oder? Ja, also ich finde vor allem eben, die Technologie die ist bereit. Es ist auch wirtschaftlich absolut vertretbar. Im Gegenteil, man kann sogar einen Ertrag erzielen bei grossen Dächern. Und ja, ich glaube, wir müssen es einfach nur machen.
Und vor allem der riesige Vorteil, der investierte Franken, der bleibt in der Schweiz. Also wir können auch regionale Wertschöpfung so pushen wie verrückt. Just do it, hast du schon andere gesagt. Nächste Woche, Philipp, kommt die fünfte und letzte Session Energiekongress. Und das ist für mich ein überraschendes Thema, muss ich sagen. Also wir haben über Strom geredet, Mobilität, Klimawandel, erneuerbares Heizen. Und jetzt reden wir noch über Low-Tech-Gebäude in der Bodensee-Region. Warum machen wir das? Wieso? Jeder Trend verursacht einen Gegentrend. Oder? Und wir sind zum Teil ein bisschen Technik verliebt worden. Also man hat probiert, möglichst die Gebäude zu automatisieren, möglichst viel Technik hineinzubringen, dass ich eigentlich nichts mehr machen muss. Ich komme heim und die Storen gehen selber runter. Und das Licht so. Löscht, genau. Supergebig, oder? Ja. Und da ist natürlich auch alles sehr energieintensiv. Mhm. Und da ist eben der Gegentrend da, dass man den Low-Tech-Ansatz jetzt möchte vertiefen. Und da ist natürlich gilt das Motto, so viel Gebäudetechnik wie sinnvoll. Also Low-Tech heisst nicht No-Tech, oder? Das ist sondern richtig, einfach so wenig wie möglich. Genau. Wir werden dann auch hören in dieser Session, dass eben Low-Tech-Gebäude, die sind sehr energieeffizient, Ressourcen so schonend und natürlich auch wirtschaftlich. Wir werden total spannende Projekte auch sehen. Saletz zum Beispiel, das landwirtschaftliche Zentrum St. Gallen. Also ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich tue dir wahrscheinlich auch, gell? Ja, auf natürlich. Merci vielmals, Philipp Egger, für heute. Und ich hoffe selbstverständlich, ihr seid nächsten Mittwoch wieder mit dabei bei der letzten Session und wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.